Der KW-Kirche Adventspottländer. Am vierten Adventssonntag. Der vierte Advent, es dauert nicht mehr lang, dann ist Weihnachten, dann machen die Kinder die Geschenke auf und der Rest der Familie sitzt wahrscheinlich vorm Laptop. Zoom-Konferenz ist in diesem Jahr angesagt. Lockdown, das Treffen ist nicht wirklich förderlich. Wir wollten mal von jungen Leuten wissen, von euch, von Jugendlichen wissen, wie ihr mit Weihnachten klarkommt in diesen Zeiten und wie euch die Schule gefällt in Zeiten von Corona. Und wir haben eine junge Dame gefunden, 16 ist sie, und sie hat uns allerdings vor dem Lockdown berichtet, wie sie sich so fühlt mit Weihnachten, Schule und Co. Hallo, ich bin Kinga, ich bin 16 Jahre alt und ich erzähle euch heute ein bisschen was darüber, wie ich Weihnachten feiere und wie ich die Situation im Zusammenhang mit Corona und der Schule finde. Meistens verbringe ich Weihnachten mit meiner Familie in Polen, was natürlich dieses Jahr leider aufgrund von Corona nicht möglich ist. Als erstes gehen wir meistens in die Kirche zum Weihnachtsgottesdienst. Danach versammelt sich die Familie bei meinen Großeltern. Und wenn alle angekommen sind, nimmt jeder eine Oblade vom Tisch. Man geht zueinander hin und während jeder ein Stück vom anderen abreißt, wünscht man den Gegenüberstehenden etwas Schönes. Das ist eine polnische Tradition, die ich in Deutschland jetzt nicht so mitbekommen habe. Danach wird natürlich viel gegessen und wenn alle satt sind, öffnen wir auch die Geschenke. Am meisten an Weihnachten genieße ich eigentlich, dass die Familie sich versammelt und alle an einem Tisch sitzen und lachen und reden. Ja, das finde ich persönlich immer sehr schön. Ja, und jetzt zum Thema Corona und Schule. Ist natürlich schwierig, weil vieles ausfällt, zum Beispiel Ausflüge oder Projekte, die wir machen wollten oder verschiedene Feiern. Aber den Umständen entsprechend gestalten die Lehrer den Unterricht immer noch so abwechslungsreich wie möglich, was wirklich schwer ist, wenn man keine Gruppenarbeit, Partnerarbeit oder sowas machen darf. Stattdessen haben wir jetzt Online-Konferenzen, weil wir gar keinen Unterricht in der Schule mehr haben. Ist für manche natürlich bequemer oder angenehmer, weil man ja nicht zur Schule muss und einfach von zu Hause aus arbeitet. Ich persönlich finde es auf die Dauer nicht so gut wie den Präsenzunterricht in der Schule. Aber ja, damit müssen wir jetzt klarkommen und das tue ich auch. Und hoffe sehr, dass sich die Corona-Lage durch die derzeitigen Maßnahmen beruhigt. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch schöne Feiertage. Heiligabend ohne Gottesdienst? Das muss nicht sein. Wir bringen Ihnen den Gottesdienst in Ihr Radio. Am 24. Dezember sendet KW-Kirche vom Bürgerfunk Recklinghausen e.V. in Kooperation mit Radio Fest einen besonderen Radiogottesdienst. Impulse, Andachten, Gebete, natürlich die Weihnachtsgeschichte und Musik von Klassik bis hin zu modern. Wir versüßen Ihnen den Heiligen Abend. Der Radiogottesdienst startet um 20 Uhr. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie. Der KW-Kirche Radiogottesdienst. Heiligabend um 20 Uhr.